Hallo Freunde, heute kommt ein echt nervenaufreibendes Video. Ich wünsche euch viel, viel Spaß dabei. Wie immer sind alle Teile unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe das Video schon abgedreht, deswegen weiß ich, was abgeht. Und ja, ihr könnt auch schon so ein ganz bisschen was sehen. Der hintere Bereich war auch ordentlich rostig und euch wünsche ich jetzt viel Spaß beim Video. Wir haben hier jetzt die Innenverkleidung abgemacht, weil wir gucken wollten, wie wir hier dann an den Radlauf kommen, weil wir den ja auch neu machen wollten. Dabei haben wir aber gesehen, dass hier schon ein komplett neues Blech verbaut wurde. Und wir werden trotzdem einmal schauen, wie es dann von außen aussieht. Wir werden alles einmal abschleifen, gucken, wie der Radlauf aussieht. Und ansonsten werden wir ihn entweder neu lackieren oder wenn er doch so schlimm ist, werden wir ihn doch neu machen. Was ebenfalls gut ist, dass wir die Verkleidung von innen abgenommen haben, ist Folgendes. Und zwar hängt die Schiebetür so ein ganz klein bisschen. Das sieht man hier ganz gut im Verlauf. Und das liegt einfach daran, dass die Schiebetürschiene, die ist einfach relativ lose, will ich mal so behaupten. Und wenn man die richtig wieder rankriegt, dann sollte auch die Schiebetür wieder richtig sitzen. Und das Ganze geht von innen. Also ihr könnt von innen sind Muttern, die sind direkt an dieser Schiene befestigt. Die versuchen wir jetzt einmal zu lösen, wieder zu befestigen. Und dann sollte das Ganze vielleicht auch wieder richtig gerade laufen. Auch so. Wie bitte? Ich habe gerade mal so ein bisschen das Bedürfnis, mich mitzuteilen. Und zwar hat es einfach den Grund, dass ich momentan ja ein bisschen genervt bin von dem ganzen Rost, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt den inneren und äußeren Radlauf wunderbar angepasst. Das könnte ich jetzt auch so reinbrezeln, wäre gar kein Problem. Allerdings habe ich hier hinten in dem Bereich noch so viele Probleme bzw. so viel Rost, den ich ungern stehen lassen möchte. Weil wenn ich das jetzt einmal mache, dann einmal so vernünftig, wie ich es kann. Ja, also es geht hier jetzt nicht darum, das hundertprozentige Fahrzeug draus zu machen, aber zumindest so, dass das auf jeden Fall so gut dasteht, wie ich es hinkriege. Jetzt ist es so, dass ich für hinten halt eben kein Reparaturblech habe. Dann ist das Blech auch nicht nur einfach stumpf gerade, wo man jetzt sagen könnte, gut, ich nehme da jetzt einfach ein gerades Blech und pack das da rein. Einige würden jetzt sagen, wie oder was, du hast doch schon schön da vorne die Radläufe gemacht und sowas alles, aber trotzdem ist es so eine Sache, was eben viel, viel Zeit kostet und mir auch viele Gedanken macht, so wie ich das jetzt umsetze, dann auch wegen der Festigkeit, dass ich auch wieder die Bleche so dahin bringe, so wie sie jetzt auch sind natürlich, weil das wird schon seinen Grund haben. Genau, auf jeden Fall werde ich das Teil jetzt nochmal anfertigen. Ich glaube, das mache ich einfach mal ohne Kamera, weil ich zeige euch dann einfach das fertige Ergebnis und dann sind wir da ein bisschen schneller mit durch. Aber auf jeden Fall werde ich mir jetzt hier irgendwie ein Blech biegen. Dann muss hier auch noch dieser Ausgleichsklappe wieder rein. Das ist ja damit, wenn ihr zum Beispiel den Kofferraum zuschlagt, dass die Luft irgendwo entweichen kann. Auch das muss wieder vernünftig passen und so. Von daher, ja, das muss ich jetzt irgendwie modellieren und machen. Thank you.
jetzt wird es erst richtig ernst, denn jetzt kommt das entscheidende Teil, was man von außen immer sehen wird. Klar, man kann Dinge wegspachteln, aber das ist jetzt wirklich das entscheidende Teil. Hier habt ihr auch gesehen, ich habe nur ein bisschen was abgeschliffen, nur dass die Naht ein bisschen vernünftig aussieht. Aber das siehst du im Nachhinein überhaupt nicht mehr. Habe ich übergesprüht, alles natürlich gesichert, versiegelt. Wird nachher nochmal von innen natürlich mit Hohlraumversiegelung versehen. Und vom unteren Bereich her werde ich nochmal Karosseriedichtmasse über die Naht machen, so wie ihr das von vorne auch schon kennt, wenn ihr die anderen Videos auch geschaut habt. Jetzt soll das Ding aber rein. Ich spreche euch mal von der Seite, einfach damit ich euch das im Detail zeigen kann. Und zwar möchte ich euch jetzt mal ein gutes Beispiel dafür zeigen, warum ihr Bleche nicht überlappend schweißen solltet. Es gibt Fälle, da muss es aus Festigkeit gemacht werden und da gebe ich auch jedem recht. Es gibt natürlich Fälle, wo es auch nicht vermeidbar ist. Aber jetzt war hier zum Beispiel, das haben wir ja am Anfang des Videos schon gezeigt, wo wir den Innenraum ausgebaut haben bzw. geleert haben, dass die Jungs hier das ganze Blech, die haben wahrscheinlich die ganze Seite ausgetauscht und nicht nur den Radlauf, und haben das Blech einfach auf das andere Blech drauf geklebt bzw. geschweißt, was auch immer. Also ich kann es nicht ganz genau erkennen. Auf jeden Fall ging es sehr, sehr leicht ab. Und hier an dieser Stelle kann man sehr gut erkennen, wo der Radlauf quasi drüber lag, haben wir jetzt richtig, richtig mächtig Rost. Und auch selbst der neue Radlauf, also der neu verschweißt wurde oder verklebt wurde oder verbaut wurde, der ist auch schon wieder so gammelig, dass der quasi nichts mehr trägt. Also ich mache ungern Empfehlungen oder ich gebe ungern Empfehlungen bei Sachen, wo ich mich nicht hundertprozentig auskenne oder was ich auch nicht gelernt habe. Aber an diesem Beispiel kann man, glaube ich, sehr, sehr gut erkennen, dass das Blech halt schön weitergerostet, schön weitergerostet ist. Vielleicht war das natürlich auch schon angegriffen und sie haben es einfach nicht vernünftig behandelt. Vielleicht hätte es dann sogar besser geklappt als in diesem Beispiel. Aber ich werde das jetzt alles raustrennen und das neue Teil auf Stoß wieder anschmeißen. Tatsächlich ist jetzt der hintere Bereich auch fertig. Also die inneren Radläufe sind neu, außen die Radläufe sind neu. Eigentlich habt ihr ja alles gesehen, ich habe alles auf Stoß verschweißt. Habe das jetzt alles erstmal grob abgeschliffen mit der Flex, grundiert. Und jetzt, solange die Grundierung trocknet, werde ich mich an einen nächsten wichtigen Schritt wagen. Und zwar werde ich mir jetzt ein bisschen Sikaflex nehmen. Und alle Punkte, wo Bleche aufeinandertreffen, das heißt gerade zum Beispiel der äußere auf den inneren hier, so wie ich das vorne auch gemacht habe, dass ich das quasi einmal richtig schön versiegel. Das heißt, ich kann euch da jetzt auch nicht jeden Punkt zeigen mit der Kamera und deswegen sage ich euch das jetzt. Also ich werde einmal hier eine ordentliche Gatsche reinmachen, damit halt der innere und der äußere sicher sind, gerade wo die aufeinandertreffen, dass da kein Wasser nicht rauskommt, sondern dass da kein Wasser zwischenkommt. Dann natürlich von innen versiegle ich auch alle Schweißnähte noch einmal komplett. Die habe ich auch von innen grundiert, also mit dem Rostschutz lackiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn ihr irgendwie ein Multivan habt, dann müsst ihr euch wirklich die Mühe machen und die Verkleidung drin ausbauen. Die Jungs, die das hier vorher gemacht haben, da sieht man auch, dass sie die Schweißnähte nicht behandelt haben von innen. Ich vermute, die haben halt die Verkleidung einfach drin gelassen. Haben das eingeschweißt und fertig. Ist natürlich weniger Arbeit, ganz klar. Aber ihr habt natürlich auch Gefahr, weil da drin ist so eine Dämmwolle, sag ich mal. Nicht, dass die euch anfängt zu brennen oder so, wenn ihr hier schweißt. Ja, und auch überall, natürlich an den Falzen hier unten im unteren Bereich, bei den unteren Teilen, werde ich jetzt überall Sikaflex drauf machen. Also eigentlich überall, wo irgendwie Wasser hinkommen könnte,
werde ich Sikaflex reinpacken. Auch zum Beispiel an dem Teil, wo ich jetzt nicht den inneren Radlauf nur abgeschnitten habe und angeschweißt habe, sondern ich habe auf der linken Seite hier, habe ich den inneren Radlauf komplett abgenommen. Und da sieht man jetzt eine richtige schöne Hohlnaht sozusagen, also so eine kleine Naht. Und die werde ich auch komplett mit Sikaflex füllen, damit das halt wirklich vor Wasser geschützt ist und auch, dass nichts in irgendeiner Form reinkommen kann in den Innenraum. Weil da in dem Bereich sind die Bleche wieder nur aufeinander geschweißt, das heißt nur punktweise geschweißt. Und da kann natürlich immer das Wasser irgendwo hinkommen, das heißt alles da schön versiegelt. Ja, viel geredet. Ich bin sehr, sehr zufrieden auf jeden Fall mit dem Ergebnis. Klar, es ist noch lange nicht fertig, aber die Schweißarbeiten sind soweit durch, da freue ich mich sehr drüber. Jetzt habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Wochen lang echt wirklich durchgezogen und habe hier sehr, sehr viel geschweißt. Und jetzt geht's ans Schickmachen. Ja, ihr könnt ja mal eure Meinung unten in die Kommentare dazu schreiben. Würde mich sehr, sehr freuen. Würde mich freuen auf euer Feedback. Das Ganze ist nämlich gar nicht ohne. Auch immer die Kamera mitzunehmen ist natürlich immer nochmal extra Arbeit. Aber ich mache es gerne. Es freut mich. Euer Feedback motiviert mich. Also, ab geht's. Alles für Sie. Jetzt ist alles versiegelt und auch vor allem durchgetrocknet. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich möchte jetzt die Innenverkleidung und alles schon wieder ranbauen, denn der Keller meiner Eltern sieht aus wie ein Schlachtfeld. Zum Glück sind die gerade im Urlaub, aber in der Zeit, wo sie jetzt noch im Urlaub sind, möchte ich das Ganze auch wieder einbauen, damit die, wenn die wiederkommen, auch wieder Platz im Keller haben. Für einige wird das jetzt ganz schön wüst ausgesehen haben, wie ich das versiegelt habe, gerade von hier innen und so. Aber ganz, ganz ehrlich, da sage ich ganz ehrlich, es ist mir völlig egal, wie das aussieht. Es ist alles hinter der Verkleidung. Hauptsache, die Schweißnähte sind dicht. Es kommt nichts mehr durch. Es ist alles versiegelt, sodass kein Rost mehr entstehen kann. Gerade an den Schweißnähten, wo ja dann eben kein verzinktes Blech mehr ist, sondern wo rohes Blech ist, wo ich eben nur in Anführungsstrichen grundiert habe. Und die Hauptsache ist, dass durch dieses Sikaflex jetzt, beziehungsweise durch den Karosseriekleber, alles jetzt wirklich vernünftig versiegelt ist. Wem es nicht gefällt, ja, der soll weggucken. Auf jeden Fall, ich finde es sehr, sehr gut. Kommt jetzt eh wieder die Verkleidung drüber und dann ist alles safe. Ganz klein bisschen geflunkert habe ich natürlich. Ich habe nicht das ganze Reparaturblech verbraten. Ich glaube, das habe ich mal irgendwo gesagt. Und zwar sind hier noch 2 Bleche. Das sind einmal die Bleche quasi aus der Schiebetürschiene. Die sieht aber bei mir tatsächlich oder bei uns ziemlich gut aus noch. Ich lege mir die natürlich trotzdem auf Halde. Wer weiß, was kommt. Und dann kann man die auch nochmal einzeln austauschen. In dem unteren Bereich ist ja auch nichts lackiert. Das heißt, wenn ich das Fahrzeug jetzt lackiere und mal irgendwann da unten die Schiebetürschiene austauschen muss, dann tut das nicht zur Sache. Ein, 2 Kleinigkeiten habe ich im Video tatsächlich nicht detailliert aufgenommen. Das ist einmal diese Stelle hier unten. Da habe ich ordentlich Arbeit drin gehabt, da habe ich ordentlich Arbeit reingesteckt, weil das auch die längste Seite war, die ich schweißen musste. Und das Ganze habe ich irgendwie nur gefilmt, als ich es abgebaut habe und habe tatsächlich gemerkt, erst bei dem Videoschnitt, dass mir irgendwie fehlt, wo ich das Ganze verschweißt habe. Allerdings ist das Ganze jetzt verschweißt. Ihr seht auch schon ein bisschen Spachtel, das möchte ich eigentlich gar nicht vorwegnehmen, weil das kommt nämlich im nächsten Video, die Vorbereitung für die Lackierung. Denn ihr könnt euch vorstellen, das ganze Fahrzeug bleibt nicht so, sondern das Ganze wird noch lackiert. Das dauert aber noch eine Weile, weil ich nochmal einen Ort finden muss, wo ich das Ganze lackieren kann. Das möchte ich am liebsten nicht hier unterm Carport machen. Aber ansonsten werdet ihr auf jeden Fall informiert und ihr werdet es ja auf jeden Fall sehen, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt gerne einen Daumen dafür nach oben. Bleibt auf jeden Fall dran. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also, haut rein!